Diese Feuerbestie, die nur in Legenden existieren sollte, kehrte zurück, gelenkt von der Hand der großen Hexe. Oder die stehen wieder alle unter Drogen wie in Teil 2. Spoiler Alert! Es erinnerte nur zu stark an die Zeichnungen des großen Feuers. Leider hatten wir keine Zeichnungen vom gigantomanischen Feuer. Die wurden alle und verbrannt. Und Fotoapparate sind noch nicht erfunden. Das Mädchen, das die große Hexe in ihrem Herzen beherbergte, beging ihr schrecklichstes und letztes Verbrechen. Das Verbrechen des Vatermords. Der hätte sich ja nicht dahinstellen müssen, der Depp. Ja. Er hat's ja heraufgeschworen. Er hat's ja selbst geschrieben. Ja. Möge dieser Prozess eine Gabe an den Schöpfer sein. An ihn, der nur nicht mehr unter uns weilt. Einspruch! Ich bin noch da! Komm. Nein. Der Richter ist der Schöpfer. Oh Gott. Nein. Zieht die Kapuze runter. Ich bin's! Nein, der Richter ist nicht der Schöpfer. Das ist der Mario! Der Richter ist der Mario. Ja. Oder der Mario ist der Schöpfer. Oder der Schöpfer die Hexe. Oder der Mario die Hexe. Layton ist die Hexe. Ja, denn Layton ist der Mario. Layton ist der Mario ist die Hexe. Oh, stimmt. In Wirklichkeit hat Professor Layton nämlich hexenmäßige Rätsellösekräfte. Ohne die er nie ein Rätsel hätte lösen können. Könnte sein. Hab Dank, Großinquisitorin Gloria. Ich häng an diesem Wort, ich weiß gar nicht wieso. Möge die Inquisition nun im Prozess beginnen. Ersetzt doch das Wort Inquisition mal durch Großinquisition. Möge die Großinquisition nun den Prozess... Nein, ich glaube, das ist die weibliche Form. Ja. Ach so, du bist nicht so gut mit weiblichen Formen, oder was? Wenn man so will. Wie ich schon zuvor anführte. Hier der Teig. Ja. Zeig zur Gerichtsakte hinzugefügt. Oh, ich hab ja noch was bekommen. Moment. Ein Kind? Nein. Ich hab nämlich noch. Garnison? Nein. Ich hab ein paar Fanarts bekommen. Und zwar, Moment. Ich mach das mal kleiner. Oh, ich habe doch irgendwas in Auftrag gegeben letztes Mal. Was war ja, das denn? Ja, eben. Also beispielsweise folgendes. Ich hoffe, ich krieg's klein genug. Nein, eigentlich nicht. Mist. Was mache ich jetzt? Ich versuch's nochmal anders zu öffnen. Nee, das geht nur auch so. Alle Fotos anzeigen geht auch nicht. Ah, dann muss ich das mal im Ordner öffnen, in dem es ist. Aber wo ist der Ordner? Das kann man ja in... Ah, warum kann man das in Skype nicht mehr so... Warte mal, ich krieg das hin. Kannst du nicht mit Rechtsklick drauf und dann Ziel suchen oder so? Oder Ziel? Warte mal, ich versuch's mal, ich kopier's mir erstmal auf dem Desktop, so. Alles. Ich krieg das hin. Und ich brauch hoffentlich nicht so lange. Mit Fotos bearbeiten? Nein. Öffnen will ich's aber mit. Was gibt's denn hier so? Paint 3D, Paint. Kann ich es mit Paint öffnen und dann ist es besser zu sehen? Ich versuch's mal. Oh, das ist ja nur klein. Oh, jetzt habe ich nicht mal die volle Version davon, sondern nur die Anzeigebildchen. Okay, dann. Also auf jeden Fall, wir haben hier Käuze, die Robben tragen. Käuze, die... Ach ja, jetzt weiß ich wieder. Aber ich seh's leider nicht. Nein? Ach so, du ja nicht. Nur höchstens die Zuschauer. Mist, ich muss dir das dann nachher mal schicken. Okay. Dann haben wir noch. Was war denn Anhängermann? Oder Anhängerman? Warum hatten wir das? Anhängerman. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber dann hatten wir auch noch. Weiß auch nicht mehr. Dann hatten wir auch noch panierte Robbe zum Magen hinzugefügt. Ja, und dann habe ich hier noch eins gekriegt gerade. Ach so, nee, das ist von Miitopia.
Metropia? Mitopia, das Mitopia so. Ist ein. Ah, warte mal, ich hätte. Schick mir das doch bei Skype, dann kann ich es doch angucken. Schieb's mir halt schnell rein. Ja, ich schieb's dir rein. Ah! Ja, so, jetzt, komm. Ja, ich versuch's ja grad. Zu kommen? Nein, zu schieben. Ha! Fällt mir gerade so ein. Warum klappt das jetzt nicht? Das ist ja merkwürdig. Hä? Hatten wir dafür einen Sound? Hä? Nee, glaub nicht. Nee, hatten wir auch nicht, nein, aber was ist denn jetzt los? Oh nö, jetzt ist das... Hä? Mein Skype spinnt irgendwie gerade. Kann ich das nicht, wenigstens Nachrichten kopieren? Ich glaube... Nee, das funktioniert gerade nicht. Skype macht gerade Unsinn bei mir. Mist! Also, fotografier's ja, ab und schick's mir per WhatsApp. Das, jetzt nein, macht Quatsch. Gar nichts mehr, es hat sich aufgehangen. Wir sollten mal lieber, bevor der nicht, Skype dass die Aufnahme kommt, auch weg ist. Nee, warte mal. Ach, hier ist nur was geöffnet worden. So, jetzt ist mein Skype wieder. Nachrichten kopieren? Kann ich aber nicht, warum nicht? Ich glaube, der öffnet noch irgendwelche Dateien oder macht irgendwas, was ich eigentlich gar nicht will, aber... Naja, gut, dann müssen wir erstmal weitermachen. Weil, Halt die Fresse und spiel endlich das Spiel weiter, Mann! Genau. Jawohl! Ja, Geht dann ordentlich mich auch wieder? Fand so. Schreckliche Verbrechen auf dem Stadtplatz statt. Der Stadtfindplatz. Und alle Bürger Labyrinthias sahen es mit eigenen Augen. Dein Skype hängt wirklich. Mein Skype hängt wirklich. Denn es pixelt und ich habe immer noch den vorherigen Text. Okay, dann würde ich jetzt sagen, ist der neue da. Okay. Das ist... Ja, ist die Frage, ob er auch jetzt immer refreshed wird oder nicht. Das war komisch. Ich habe hinter der alten Schrift gesehen, wie die neue erscheint. Und dann hat es flupp gemacht und dann war wieder die alte da. Oh. War ganz seltsam. Wie jetzt? Ist jetzt bei dir die neue da oder die alte? Es fängt an mit jeder Bürger. Jeder Bürger Labyrinthias ist ein Zeuge. Es gibt praktisch keinen Bedarf für eine Befragung. Ihr könnt das nicht so einfach sagen. Doch, das kann ich. Alter! Was denn? Das geht... Das spinnt gerade voll! Ich sehe Phoenix... Aber Pixel und gleichzeitig so die Hand von Gloria ständig durch. Ist jetzt bei dir alles angekommen, was? Der Text ist da, aber ich sehe Phoenix und die Hand von Gloria gleichzeitig. Das ist ja merkwürdig. Ich glaube, wir sollten nochmal schnell kurz das beenden und nochmal... Okay. Jetzt ist Phoenix Kopf halbiert und jetzt sehe ich nur noch Gloria. Ja, ist ja gut. So, ich werde mich schnell mal bei Skype... abmelden und dann neu reingehen. So. Ja, irgendwas war da wohl mit den Robben nicht in Ordnung. Die Robben haben es kaputt gemacht. Na. So, mal gucken. Kann ich es jetzt wenigstens zum Mark rüberschieben oder nicht? Nein, kann ich nicht wohl. Aber was ist denn da los? Moment, ich mach's nochmal aus. Irgendwas ist hier nicht koscher. Jetzt geht gar nichts mehr, oder was? Moment. Oh Gott. Mein Skype mag mich nicht mehr. Mist. Das gibt's doch nicht. Ich krieg's nicht mal... Ich muss mal schnell... Task Manager. Blub. Prozess. Beenden. Wir beenden diesen Prozess. Den von Skype. So, nochmal. So, jetzt... Oh nein, jetzt ist das doch nicht etwa leiser geworden. So. Besser. Puh. Maki, 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 nimm Anni, 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 Anni. Los, los, los. Weil ich will ja machen, dass das Spiel weitergeht. Halt die Fresse und spiel endlich das Spiel weiter, Mann! Verbindungsaufbau, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Ich schreib ihm mal, was ist denn jetzt los? Ah, jetzt wird's lauter. Hilfe. Werd leiser. Was ist denn jetzt los?
Jetzt ist es. Hallo? Okay, du bist wieder da? Alles wieder gut? Ja. Gut. Schick mir die Bilder. Ja, ja. Nein, die Bilder, die... Nicht die Bilder. Die Bilder machen alles kaputt. Später. Später. Irgendwann später. Na gut. Ich werde sie nach der Aufnahme auf den Google Drive laden, wo du immer deine Layton-Aufnahmen... Na gut. Cut, cut, cut. Jawohl. Herr Inspektor. So, zügeln. Aber irgendwas ist jetzt hier nicht... Irgendwas ist doch schon wieder nicht in Ordnung. Es bewegt sich bei mir nichts. Ja, eben, bei mir auch. Ach, das gibt's doch nicht. Was ist denn heute? Hallo? Jetzt. Okay. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Okay, ja, das ist richtig, weil ich muss erstmal das wieder ins Bild schieben. Achso. Hörgeräte verändern Leben, schreibt's bei mir gerade rechts. Was? Als Werbung bei Skype. Achso. Okay, ich habe das jetzt so halbwegs so verschoben, wie ich das haben muss. Wenn es irgendwo nicht hinhaut, dann habe ich halt Pech. So. Ist ja auch egal. So, Hauptsache man sieht ein bisschen was vom Bild, ne? Mhm. So, und Bildschirmübertragung wieder für dich und dann bewegt sich das auch wieder. Zügelt euer Temperament, Verteidigung. Ihr müsst die Wahrheit akzeptieren. Ihr werdet sie in einigen Augenblicken hören. Und zwar von der Angeklagten selbst. Okay. Die Katze gehört zu Gloria und manipuliert Sophie. Das ist quasi wie so eine Fernsteuerung. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber wo war die Katze bei dem Gerichtsprozess in England? In London. War Sophie auch da so komisch drauf? Da war sie auch so komisch drauf, vor dem Prozess. Vielleicht saß sie da irgendwo im Hintergrund. Ja gut, das kann man jetzt schlecht widerlegen. Von Sophie? Die Inquisition verlangt, dass die Angeklagte Sophie der Narrateur nun über ihr Verbrechen aussagt. Oder vielmehr, dass sie gesteht. Ich war es. Das klingt plausibel. Dem Fall, der Bitte der Inquisition wird stattgegeben. Geleitet Sophie den Narrateur zum Zeugenstand. Oh. Dies ist, ich glaube, mich hat hier was gestochen. Der letzte Prozess. Was? Ich glaube, mich hat hier was gestochen. Es juckt hier. Da ist so ein Knubbel. Oh. Ja, das passiert bei Mückenstichen zum Beispiel. Aber vielleicht hast du ja auch... Wadenkrämpfe und Verspannungen durch Magnesiummangel. Könnte sein. Ich reib mich nachher ein. Mit Köstritzer Schwarzbier. Ach, du meinst mit... Köstritzer Schwarzbier. Genau. Ja. Kleine Hühnchen. Mit denen reib ich mich nicht ein. Höchstwahrscheinlich wird Sophie alle Anklagepunkte gestehen. Ich habe nur eine Chance, den bösen Zauber, der auf ihr liegt, zu brechen. Wenn sie, aussagt, muss ich irgendwie Hinweise auf die Wahrheit finden. Haben wir eigentlich schon mal über das Bild gesprochen, was ich dir letztens geschickt habe, vom Köstritzer Schwarzbier? Ja. Was war das nochmal? Oh Gott. Das waren Pralinen. Ach ja. Oder so Schokolade halt mit Köstritzer Schwarzbier. Geschmack wohl. Ich esse keine Pralinen mit Alkohol drin, ehrlich gesagt, aber... Naja, ja. Aber jedenfalls nicht mit Köstritzer Schwarzbier. Ich hab's nicht. Das wäre eine Überlegung wert. Ich hätte sie kaufen und dir schicken sollen. Zeugin, hä? Ich hätte sie kaufen und dir schicken sollen. Ja. Nun, da ihr hier seid, Zeugin, nennt uns doch euren Namen. Oh, und euren wirklichen Namen. Bitte ebenfalls. Mein Name ist Sophie de Narrateur. Ich habe auch einen anderen Namen. Günther? Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Günther. Arcana. Brummel, brummel, brummel. Alles bewiesen, verbrennt sie. Ruhe im Gericht.
Du auch, Karotte! Hast du ein neues Lachen? Nö, das ist das alte von damals. Klang so anders. Dann gebt ihr wirklich zu, die große Hexe zu sein. Ach, ich hab noch ein anderes Lachen. Ja.